und dazu kommt zu einer neuen Folge Comic Reviews. Diesmal nicht ganz so vollgestopft, wie es sonst immer der Fall ist, was einfach daran liegt, dass ich in der Zeit nicht so viel Zeit zum Lesen gefunden habe. Was auch nicht weiter schlimm ist, weil dafür sind die Sachen, die ich dabei habe, umso schöner. Und zwar habe ich zum einen Überformat Mesolist Band 2 von Crosscut Verlag im Hardcover dabei. Dann habe ich dabei iZombie vom Vertigo, jetzt der finale, ich glaube der vierte Band. Und aus dem zweiten Green Lantern Schuber das 19. Heft, wo ich jetzt auch schon bald durch bin. Ich glaube, so viele Hefte filme ich dann, bis ich ihn durch habe. Gut, fangen wir mal an mit Mesolist. Und zwar habe ich den ersten Band verpustet und das vorgestellt. Für die Leute, die Review verpasst haben, ich werde zum Schluss nochmal in die Endcard reinpacken. So viel sei schon mal gesagt, der erste Band hat mich komplett abgerührt. Es geht hier drum in einen Stamm, also beziehungsweise die ganze Geschichte ist in der Steinzeit angesiedelt. Man sieht da einen Stamm und deren Werdegang. Und am Rande bekommt man mit, dass in dieser ganzen Welt, in dieser diese Steinzeit spielt, Mysten am Start sind, Götter, Dämonen, Elfen, Feen, Schwane, die Engel sind und. Und das ist das, was diese ganze Geschichte so extrem lesenswert macht, weil die Welt, die hier drin geschaffen wird, so fantastisch ist und so viel Platz und Spielraum für alles Mögliche lässt. Allein schon diese riesige Bergfrau, die im ersten Band vorkommt, wo dann der Mann, der sie trifft, erstmal deren Haare kennen musste und sie von Eiter aus dem Gesicht befreien musste und. Dann noch ein weiterer Punkt, wo ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen möchte, aber das, was im ersten Band auf der ersten Seite gezeigt wird, diese Wespe. Das spielt hier zum Schluss auch noch eine größere Rolle und ich bin gespannt, was die Autoren daraus noch stricken werden. Was auch ein weiterer interessanter Nebenfakt an dieser Serie ist, ohne jetzt zu weit auf die Geschichte einzugehen, sind die Geschichten, die in der Geschichte erzählt werden. Weil man sieht diesen Stamm und wie das halt damals war, so war im Mittelalter, wo es, beziehungsweise in der Steinzeit, als es noch keine Bücher gab, waren halt die ganzen Stammesmitglieder mal extrem abhängig von den Geschichten, die halt die Älteren im Stamm erzählen konnten, weil die meistens Lebensweisheiten und all sowas weitergegeben haben. Und die Geschichten, die hier erzählt werden, die sind einfach so grauenhaft und brutal, dass ich mich jedes Mal wieder wundert, wie krass die Autoren hier eigentlich zur Sache gehen, was das Geschichtenerzählen angeht. Zum Beispiel eine der ersten Geschichten, die hier in der Geschichte erzählt werden, geht um diese Zombies, die auf einmal auftauchen mitten in der Nacht und die so einen krassen Hunger auf Menschenfleisch haben, dass das erste ist, was diese Zombies essen, das werden sie zum Zombie werden, ihre eigenen Lippen sind und dann kriegen sie nicht mehr genug von Menschenfleisch. Und das ist nur ein Beispiel für ganz viele traumhaft krasse und traumhaft schöne Geschichten, die hier drin erzählt werden. Der gute Polter, die Geschichte mit ihm wird auch weiter vorangetrieben und mit diesem Spiegelstein, der einen ganzen Stamm zum Ausrasten gebracht hat, hier in diesem Band, was so rückblickend erzählt wird, wo ich euch auch nicht so viel von verraten möchte und einfach extrem cool. Eine meiner Lieblingsgeschichten, die hier drin erzählt wurde, ist die Geschichte von zwei Mädels, die zu stolz waren, sich einen Mann auszusuchen, weil jeder Mann aus ihrem Stamm ihnen irgendwie zu hässlich war. Der eine hatte krumme Zähne, der andere hat ein Hinkebein und. Als sie dann abends zum Schlafen gehen, gucken sie zum Himmel und erzählen sich halt gegenseitig, wie männlich ihr Mann sein muss und. Sie gehen dann abends halt hin und zeigen auf die Sterne und sagen, wie schön es doch wäre, wenn sie sich aus den Sternen einen Mann schaffen könnte, der ihren Idealen entspricht. Gesagt, getan, sie tippen auf zwei Sterne und dann abends kommen halt diese beiden Männer runter im Wolfspelz, weil die Mädels die ganze Zeit davon erzählt haben, dass sie gerne abends Wolfspelz schlafen wollten. Und auf jeden Fall gehen sie dann runter zur Erde, diese beiden Sterne, und nehmen sie mit ins Sternreich, wo es dann Sternrehe gibt, Sternschweine und. Und das jagen sie dann halt und bringen halt den beiden Mädels dann halt die Wölfe, die sie gejagt haben, und das Reh und, mit die Mädels daraus was zu essen und Decken aus dem Fell machen. Da die Mädels aber so eingebildet sind, weil sie dachten, sie wären die Hübschesten und müssten ihr ganzes Leben nichts lernen, sind sie nicht in der Lage, aus den Tieren vernünftige Decken und vernünftiges Essen zu machen und merken halt, dass sie eigentlich nichts können, außer gut aussehen, und fangen da den Zeitpunkt an, die hässlichen Männer aus ihrem Stamm zu vermissen, mit den krummen Zähnen, mit den Hinkebeinen, die sie sich dann doch irgendwie verliebt haben, und gucken von ihren Sternen, auf denen sie von da ab leben, herab auf die Welt und sagen, wie schön die Welt auch ist, und würden gerne wieder die hässlichen Männer von ihrem Stamm wieder haben. Hat mehrere Moralen, diese Geschichte. Welche Moral man dafür sich selber rausziehen kann, das ist jedem selbst überlassen, weil es gibt im Endeffekt zwei Moralen, die diese Geschichte hat. Ich fand sie sehr cool geschrieben, auch wie es dann weitergeht mit der Mutter von diesen Sterntypen, die noch zwei andere Babys hat, auf die dann auch gepasst werden muss und. Also wunderbares Märchenreichen, das die Autoren uns hier reinziehen, mit einem Hauptplot, der, ich würde schon fast sagen, im Hintergrund spielt, weil für mich tatsächlich der Kern, oder beziehungsweise was mich am meisten begeistert hat an den beiden Bänden, waren tatsächlich die Geschichte in der Geschichte, wobei ich die Hauptgeschichte auch sehr gut finde, die auch mit Moralen und allem Möglichen daherkommt. Also zum Beispiel der Stamm, das allererste Mal Pferde sieht und das dann als eine Gabe des Gottes sieht und dann sich in der Bedrohung fühlt, diese ganzen Pferde umzubringen, auch wenn sie nie in dem so viele Pferde essen können. Wo dann der Polk, der Hauptcharakter, halt hingeht und den Stamm sagt, pass auf, ich habe gesehen in einem Traum, dass man darauf reiten kann, und der für bekloppt erklärt wird, man dann halt eine riesige Pferdeabgemetzlerei sieht, die halt alles andere schön ist.
aber auch ihre Moral hat und und. Also gnadenlos geiles Comic. Ich bin total von den Socken, wie toll mir so das ist. War so eine Serie, die ich erst nicht auf dem Schirm hatte, aber dann doch irgendwie Bock drauf bekommen hatte, spontan und echt froh, wenn ich da reingeguckt habe. Das Comic kriegt von mir eine sehr starke 9 von 10. Ich freue mich tierisch auf den nächsten Band und mir so das absolute Kaufempfehlung von mir. So, nach mir so das geht's direkt weiter mit einer Serie, die mir auch echt ans Herz gewachsen ist, und zwar iZombie. Ich habe den ersten Band abgefeiert, ich habe den zweiten Band abgefeiert und habe auch den dritten Band abgefeiert. Noch nicht mal unbedingt so wie in der Story, die darin erzählt wird. Ich fand einfach die Charaktere, sei es dieses Gypsy Girl, Geistermädchen oder der Werwolf Terrier oder Kennedy, der in einem weiblichen Vampirkörper steckt und sowas wie das Sondereinsatz-Spezialkommando ist in dieser Welt aus iZombie und und. Der letzte Band geht jetzt hin und erzählt die Geschichte komplett zu Ende. Man hat ein schönes Ende, finde ich, für die Hauptcharaktere, deren Namen ich mal wieder vergessen habe. Das ist echt zu krass bei mir. Nennen es einfach mal für die iZombie. Und auch alle Storystränge, die angefangen wurden, sei es der Grandpa von dem Werterrier, der im Affenkörper steckt und, wird alles zu Ende erzählt. Die Zeichnungen sind weiter so Pop-Art-Style-mäßig, passen perfekt zur Serie. Und auch das Cover ist mit eins der schönsten von den 4 Bänden, wobei man das gar nicht sagen kann, weil ich alle 4 Cover schön fand. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zu erzählen zu der Story, weil ich nicht so viel vorweg spoilern möchte für die Leute, die ersten 3 schon gelesen haben. Sei auf jeden Fall gesagt, oder beziehungsweise alle, die noch gar nichts von der Zombie gelesen haben. Wenn ihr mit der Serie nichts anfangen konntet, konnte ich mich auch nicht mit der TV-Serie. Aber trotzdem der Bock habt auf eine etwas andere Serie, die erfrischend ist und witzig und Charme hat und einfach so abwechslungsreiche Charaktere, wie man sie fast in keiner anderen Serie sieht. Denen sei gesagt, guckt unbedingt bei Zombie rein. Tolle Serie. Und ich gebe dem Gesamtpaket so eine verliebte 9 von 10, weil die Serie fand ich echt toll und habe mich im letzten Jahr so begleitet. Ich weiß nicht, über was im Zeitraum sie erst bei uns in Deutschland erschienen ist. Auf jeden Fall eine sehr tolle Serie, die man sich unbedingt mal reinziehen sollte. So, und dann geht's weiter bei Kyle Rayner und dem dritten Green Lantern Schuber. Hier geht es jetzt eigentlich darum, dass Stop Fatality, genau Fatality, in die Green Lantern Batterie oder beziehungsweise doch die Laterne abgenommen hat und der nicht mehr an seine Kraftressourcen kommt und sie wieder zurückgewinnen muss. Dabei landet er auf einem anderen Planeten, wo er gegen ein riesiges Tentakelmonster kämpfen muss. Und viel mehr passiert in der Story auch gar nicht. Hört sich jetzt schlechter an, als es tatsächlich war, weil das Heft hat mich wieder gut unterhalten. Der Kyle Rayner Lantern 90er Flow von Ron Mars macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Die Zeichnungen gefallen mir auch sehr gut. Allerdings sage ich immer wieder, für mich das eh so mit einer rosaroten Brille betrachten. Kann man euch an der Stelle auch mal zeigen. Fand ich auch beide ganz cool. Weil ich halt mit diesem Lantern groß geworden bin, dass mein erster wirklicher Kontakt damals in dieses Green Lantern-Universum gewesen ist. Nachdem ich ihn damals das erste Mal bei der Justice League von Grant Morrison gesehen hatte. Und es sei jedem gesagt, der irgendwie auch nur ein bisschen was für Kyle Rayner über hat, kauft euch diese 3 Schuber. Ich habe heute auch in der Facebook-Gruppe ein Angebot für 60 Euro für alle 3 Bänder gesehen. Ist recht teuer, sind auch günstiger zu bekommen. Müsst ihr die Augen aufhalten. Der dritte Schuber ist allerdings der am schwersten zu bekommene, weil davon die Auflage extrem klein war, weil der zweite Schuber sich damals mit dem Verlag nicht mehr so gut verkauft hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr irgendwie in der Lage seid, daran zu kommen, holt euch die Schuhe, macht echt sehr viel Spaß. Ich lasse die Bewertung weg, weil ich da einfach zu krass die rosa-rote Brille anhabe, um da eine neutrale Bewertung geben zu können. Und deswegen war es das meinerseits. Ballert mir bitte mal in die Kommentare rein, ob ihr Zombie, Mesolis oder den Gulentan-Schuber gelesen habt und wenn ja, wie es euch gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Hey ho, YouTube, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal nicht so vollgestopft wie sonst immer, weil ich in den letzten Tagen einfach nicht so viel Zeit zum Lesen gefunden habe. Aber dafür sind die Sachen, die ich heute dabei habe, umso besser. Und zwar habe ich dabei Mesolis Band 2 im Überformat mit schon mal einem richtig geilen Cover im Hardcover. Dann aus der dritten Green Lantern Schuber das Heft Nummer 19 und dem finalen Band von iZombie vom Vertigo. Wir fangen mal an mit Mesolis, weil das so eine Serie ist, die mich echt komplett abgeholt hat. Ich habe ja den ersten Band, falls ich die Review verpasst habe, ich werde es zum Schluss nochmal reinpacken, schon extremst abgefeiert, weil das ganze Ding für mich so eine Mixtur aus Überraschung war, weil ich nicht wusste, was ich mich da einlasse und ich dann doch sehr gebannt und gespannt direkt war, wie es weitergeht und mich diese Steinzeitwelt mit Mysten und Göttern und Dämonen direkt gefesselt hat und ihren Bann gezogen. Der erste Band macht genau das weiter, was der zweite Band aufgehört hat. Und zwar werden die mystische Geschichten erzählt, die alle im Steinzeitalter angesiedelt ist. Die Hauptkerngruppe mit Hauptcharakteren, die man hier kennenlernt, spielen nicht immer die Hauptrolle in diesem Band, weil auch oft Ältere aus diesem Zirkel der uns bekannten Figuren aus dem ersten Band schon hingehen und einfach Sagen erzählen oder Geschichten, die schon etliche Jahre vorbei sind. Wie unter anderem direkt am Anfang eine Geschichte mit Zombies, die einfach aus dem Nichts austauchen und einen ganzen Stamm wegfressen. Was einfach mal so beiläufig daherkommt, sind so die dann tatsächlich auch die Geschichten, die mich am meisten begeistern. Und ich finde zwar auch die Hauptgeschichte, die hier um Tula, ich glaube Tula heißt, da heißt er Tula, ich hoffe, der heißt Tula. Aber es kann auch sein, dass er komplett anders heißt. Wir wollen mal danach gucken, wie er heißt, der Jute Jung.
Polka, ich glaube Polka heißt er. Ich bin mir gerade unsicher.